Hallo zusammen, wir haben den 17. März, es ist 8.04 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq, der schläft gerade. Deswegen passt das ganz gut, dass man sich vielleicht auf heute Mittag ein bisschen vorbereiten kann. Das ist der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Von daher ist dieser Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Ja, fängt hier an, also ich habe jetzt nur auf diesem Bild hier gemacht, fängt hier an, Korrektur, geht weiter hoch, kleine Korrektur. Das heißt, von der Wochensicht her sind die wichtigsten Punkte hier oben die 13.886 und hier unten ist es die 10.958. Das sind erstmal die wichtigsten Punkte auf Wochensicht. Wir sind ziemlich neutral im MACD. Trendfolger hat jetzt hier momentan nicht allzu viel zu sagen. Und der Oszillator ist auch in der Mitte seiner Range. Von daher gibt es hier kein echtes frisches Signal. Gehen wir auf den Tag, da sehen wir ein bisschen mehr. So, das war der Trendkanal, den ich bisher gezeigt hatte. Wir gingen runter, schmusen dann wieder damit, sind oben dran, gehen nochmal dran, aber letztendlich verließen sie ihn hier. Es gilt vom Chart her nach wie vor das All-Time-High bei, wie auch eben gesagt, 13.886. Das ist ein Widerstand nach oben. Erst dann würde sich der Trend weiter fortsetzen. Und wir haben jetzt hier eine doch, wie ich finde, recht wichtige Unterstützung bei 12.209. Das sind die beiden, nennen wir es mal Masterpoints. Auffallend ist, ich mache es ein bisschen größer, die Bänder gehen deutlich zusammen, ja, sowohl das untere nach oben als auch das obere nach unten. Das obere verbindet sich mit diesem Trend, den wir hier haben, in, ich schätze mal, ungefähr 3 Tagen. Das heißt, dieser Punkt hier ist auch weiterhin wichtig. 13.600, das wird dann hier sein, 73. Dazwischen gibt es diesen Punkt hier, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da sind wir hier bei 13.320. Sollte die überboten werden, so setze ich auch gleich die Scheine an, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns von unten nochmal diesem Trendkanal hier annähern. Jetzt machen wir mal die Fibos rein. Das ist nämlich das, was mir gestern aufgefallen ist. Wir sind von letzter Woche bis gestern, einschließlich gestern, sind wir gerade mal an das 61,8er gekommen. Und dann gibt es eben hier den eben besprochenen Widerstand. Ja, so bei 13.320 ungefähr. Den gibt es da. Das ist ein wichtiger Punkt. Sollten wir das überbieten? Wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns nochmal in diesem Bereich hier bewegen. Ja, 13.670 ungefähr. Wenn der jetzt allerdings hier die Grätsche macht, und wir sind heute Morgen im außerbörslichen Handel bei 13.130, das ist hier, wo jetzt die Maus ist. Wenn der jetzt hier die Grätsche macht und unterbietet diesen Punkt nochmal hier von 12.206, ich weiß, es ist weit weg, dann ist dieser Trend nach unten weiterzuführen. Dann sehen wir auch eine 200-Tage-Linie. Von der täglichen Technik ist es so, dass das MACD noch positiv ist, sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise. Es ist okay. Ein Short vor diesem Hintergrund birgt Risiken. Die Stochastik gilt noch nicht mal als überkauft. Das heißt, er hat schon noch Platz. Aber je länger der braucht, um dieses Niveau hier, ich zeichne es jetzt mal ein, damit wir das da mal drin haben, je länger der braucht, um dieses Niveau hier zu überbieten, desto schlechter ist es. Also wenn er jetzt hier 4 Tage rumkrebst und macht das nicht, dann ist das hier alles hoch und dann wird das hier auch fallen. Vor dem Hintergrund, ich würde einen Long erst dann präferieren, wenn wir wirklich diesen Bereich hier um die 13.320, wenn wir den überbieten, mindestens mit einer Stundenkerze. Mindestens. Ansonsten entweder nichts machen oder warten, bis er nochmal runtergeht. Scheine. Ich habe für den Fall, dass wir das hier rausnehmen, wie gesagt, mindestens mit einer Stundenkerze, habe ich im Moment den hier, 12.041. Das ist kein großer Hebel, das ist ein 12er Hebel. Das ist die GF7RVV. Das wäre dann eine Möglichkeit. Die Mutigeren können sich einen suchen, der hier ist, so bei 12.750 ungefähr. Ja, das ist dann unter der 10-Tage-Linie und unter dieser Kerze hier. Da hat man natürlich ordentlich mehr Hebel. Aber auch hier gilt nur und ausschließlich, wenn das Ding über die 13.320 geht, mit mindestens einer Stundenkerze. Beim Short kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Wie gesagt, dieser Trend führt sich weiter hoch und das Bollinger Band wird ein bisschen fallen.
Deswegen sage ich mir, okay, das ist mir vielleicht ein bisschen zu knapp hier, setze ich den schlicht und ergreifend hinter das All-Time-High. Da bin ich über sowas, 14.014. Ja, das liegt dann schon nochmal 140 Punkte oder mehr oder weniger 1% hinter dem All-Time-High. Der käme bei mir allerdings nur dann in Frage, wenn das wirklich jetzt hier greift und die Technik hier in diesen Bereichen runterfällt, hier und auch im MACD, dann kommt der erst in Frage. Jetzt, heute, hier und jetzt noch nicht, weil er hat immer noch die Möglichkeit, diese 13.320 rauszunehmen. 14.014, das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB9NWU. Also nochmal zusammengefasst, ich denke, der tut sich hier schwer. Und je länger er braucht, um dieses Niveau zu überbieten, umso schlechter ist es. Und da muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal hier in diesen Bereich reintauchen. Ob das dann hält, muss man schauen. Das weiß ich dann noch nicht. Aber zumindest verbietet sich dann erstmal ein Long, weil den darf ich erst nehmen, wenn wir über 13.320 sind, mit mindestens einer Stundenkerze. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.